So, nachdem wir den Knatsch mit Oryu hoffentlich aus der Welt geschafft haben, geht es nun im Gion-Viertel hier weiter mit Ryuga Gotoku Ishin. Denn ich bin der Meinung, Ryoma hat es sich nun wirklich verdient, nachdem er so viel in eine echte zwischenmenschliche Beziehung investiert hat, jetzt auch auf die einfache Variante auf seine Kosten zu kommen. Kann ich hier rein? Ja, könnte ich, aber ich glaube, es ist nur ein Restaurant. Einfach jedenfalls für diejenigen, die es sich leisten können. No strings attached, aber dafür ein paar Damen ausgebeutet. Unschön, aber es interessiert mich immer, wie diese Dating-Spiele in der Reihe umgesetzt werden. Ich glaube, hier hinten war das Yamabuki oder so. Und hier spricht mich auch schon der Erste an. Hey, was ist denn mit dir? Oh, bitte entschuldige. Du verströmst nur so einen Geruch, wie ein Mann, der zu Hause selber kocht. Das hat mich aufmerken lassen. Wie kannst du das wissen, dass ich koche? Natürlich, weil ich ein Koch bin. Ach so, ja klar. Aber mal davon abgesehen, das ist ziemlich unüblich, ein Mann, der kocht. Naja, so speziell ist das auch nicht. Ich stehe nur hin und wieder mal in der Küche. Du als Mann in der Küche? Das ist für dieses Land wirklich äußerst unüblich. Ja? Ja, das ist es. Oh, aber dann eignest du dich vielleicht. Hä? Entschuldige, aber ich habe eine dringende Bitte an dich. Hast du einen Moment Zeit? Worum geht's? Substory 59, der revolutionäre Koch. Ich hätte gern, dass du für mich kochst. Ich soll kochen? Warum? Nun ja, ich habe mehrere Jahre im Ausland die unterschiedlichen Küchen studiert und bin erst kürzlich nach Japan zurückgekehrt. Was? Das ist ja beeindruckend. Ja, aber jetzt musste ich feststellen, dass sich die Esskultur Japans in der Zwischenzeit ziemlich verändert hat. Ja, das kann tatsächlich sein. Einiges im Land hat sich in den letzten Jahren geändert. Nicht nur die Esskultur. Ich würde ja gern die Esskultur Japans revolutionieren. Daher habe ich mir im Ausland auch viel neues Wissen angeeignet. Weil sich aber jetzt in meiner Abwesenheit so viel verändert hat, weiß ich nun gar nicht mehr, was den japanischen Gaumen eigentlich so beflügelt. Oh, okay. Da kommen dann meine ziemlich bescheidenen Kochkünste ins Spiel. Ja, genau. Aber ich meine, es gibt doch viel fähigere Köche als mich. Warum fragst du nicht besser die um Rat? Nein, ohne dich komme ich nicht weiter. Ich brauche Einblick in deine Kochtechniken. Die Gerichte von einem Mann wie dir. Wieso denn? Zuallererst, weil ich den Geschmack typischer Hausmannskost kennenlernen möchte. Und am geeignetsten dafür erscheinen mir die Gerichte eines durchschnittlichen Kochs. Eines Hausmanns eben. Ich möchte nämlich meine neuen Gerichte aus einer Verschmelzung altbewährtem und neuem kreieren und damit die Zukunft einläuten. Die japanische Küche wird momentan nämlich noch von Frauen beherrscht. Ich bin aber der Meinung, dass ein Zeitalter der männlichen Köche bevorsteht. Richtig, nehmt den Frauen noch mehr Vorherrschaftsstellungen weg. Die dürfen nur noch zu Hause kochen, aber nicht in High-End-Restaurants. Ich denke daher, dass gerade ein Mann wie du für das, was mir vorschwebt, der ideale Ausgangspunkt ist. Okay. Ich kapier's nicht unbedingt, aber so ist es also. Ja, so ist das. Also hilf mir bitte unbedingt dabei, die Küche dieses Landes umzukrempeln. Dieser Mann versucht auch auf seine Weise in seinem Feld das Land zu verändern. Wenn ich ihm helfen kann mit gekochten Speisen, warum nicht? Na gut, ich weiß zwar nicht, ob's was bringt, aber wenn ich was gekocht habe, gebe ich dir was ab. Was, ehrlich? Vielen Dank. Seltsame Geschichte. Geben kann ich dem jetzt ja gerade wahrscheinlich nichts, denn ich habe ja alles über Haruka verschickt in meinem Blue Apron-mäßigen Lieferservice. Aber dass er bewusst ins Ausland gegangen ist, um dort etwas über internationale Küche zu lernen, zu dieser Zeit ist äußerst unwahrscheinlich, denn dann wäre er jetzt eher im Gefängnis und nicht in Gion. Aber gut, ich kann dem wirklich nichts geben. Hier wäre das Yamabuki. Da hinten sind noch Typen mit einer Sänfte. Und mit dem kann ich vielleicht, ja, kann ich wirklich reden, denn er sieht so aus. Hey du da, Moment mal bitte. Hast du gerade was vor? Wie wär's denn, wenn du dich in unserem Laden etwas verwöhnen lässt? Wir haben hübsche und junge Mädchen im Angebot. Das Übersetzen ist schon creepy. Tut mir leid, aber ich bin beschäftigt. Aber warte doch bitte, mein Herr. Bitte, hör mich kurz an. Okay, aber nichts weiter. Also, wir haben gerade erst unser Etablissement eröffnet und daher ist es noch nicht so bekannt, aber qualitativ müssen wir uns in keiner Weise verstecken.
Alle sind sie jung. Die Haut ist weich wie ein Babypopo. Elastisch, aber straff. Straff? Ja, wie frische Reiskuchen. So üppig sind sie. Und wir haben viele davon. Also, was sagst du? Na, das klingt shady sondergleichen, aber wenn da den Damen Unrecht geschieht, dann kann ich da sicherlich gleich aufräumen. Okay, ich bin dabei. Das hatte ich gehofft. Sehr schön. Dann stell mir nach. Substory 58. Oh Gott, wie übersetze ich das denn jetzt? Besitzer einer weichen Haut, die man streicheln will. Das klingt selten doof. Dem Inhalt des Gesprächs nach vielleicht weich, straff und üppig oder so. Hier? Das soll ein Freudenhaus sein? Ja, wir legen Wert darauf, vor allem in das Innere und nicht in die Fassade zu investieren. Tritt doch schon ein. Na, was für eine Absteige. Hier drin ist es aber recht ansehnlich, das stimmt. Ja, ich hab's doch gesagt. Wir haben es ganz nach dem modernen Geschmack eingerichtet. Na gut. Ich würde noch gern mal eine Dame nach deinem Geschmack hier einladen. Ich habe 3 zur Auswahl. Welche wäre denn das für dich? Die erste wäre gesund und eifrig bei der Arbeit. Die zweite passiv und auf Wohlfühlen spezialisiert. Oder drittens das Aushängeschild des Ladens mit einem perfekten Körper. Dann nehme ich die doch. Dann nehme ich Variante 3. Sehr gern. Unsere Nummer 1 mit perfektem Körper. Sie wird dich sicherlich nicht enttäuschen. Da, wo was hervorquillt, blitzt auch wirklich was hervor. Da, wo was quillt, quillt viel hervor. Ja, wenn du sie erstmal kennengelernt hast, wirst du kein Interesse mehr an anderen finden. So umwerfend ist ihre Erscheinung. Uiuiui. Also, dann ist Zeit für den großen Auftritt. Nur einen Moment, bitte. Da wären wir. Bitteschön. Hier ist unser Aushängeschild, Osuzu-chan. Doskoi, ich bin Osuzu. Was soll das denn hier? Ist das etwa nicht zu deiner Zufriedenheit? Ich habe ein Mädel mit perfektem Körper versprochen bekommen, oder etwa nicht? Was macht dieser Mops denn jetzt hier? Dosukoi, das ist so ein Sumo-Ausdruck. Also mein Herr, ich hab doch nicht gelogen. Osuzu-chan hier ist der Schwerste, den wir haben. Und seine Maße sind unübertroffen. Er steht sicher wie eine Eins. Er ist ein formvollendeter Sumo-Wrestler. Und zu viel versprochen habe ich wirklich nicht. Seine Haut ist wie ein Babypopo. Elastisch, aber straff. Ja, das mag schon sein, aber... Das Einzige, was hervorquillt, ist sein Bauch. Jetzt sei doch nicht so eingeschnappt. Es war doch nie die Rede von Mädchen. Das Wort habe ich nie gesagt, oder? Genug jetzt. Ich gehe nach Hause. Nein, das geht jetzt aber nicht. Erst musst du bezahlen. Wie viel? Also ich würde sagen, 10 Ryo würden reichen. Das kann ich bezahlen oder nicht. Natürlich bezahlen wir nicht, sonst ist es weg. Ich habe nichts zu bezahlen. Ich bin raus. Ach ja? Dann müssen wir uns das Geld wohl holen. Los ihr alle, kommt raus. Klappt den Kerl hier zusammen. Doskoi. Ja, wenn das mal nicht eine typisch angelegte Substory für die Yakuza-Reihe ist. Dass ein Twist kommen würde, war abzusehen, aber dieser Twist natürlich nicht unbedingt. Deswegen habe ich es auch nicht so gut übersetzt in der Hinführung dahin. Der Wirt hat wortwörtlich immer von Ko gesprochen, also Kind, was allerdings auch häufig für junge Frauen benutzt wird, gerade in diesem Kontext des Rotlichtmilieus. Geschlechterspezifisch ist dieser Begriff aber wie so viele Begriffe im Japanischen nicht. Und wenn man nicht aufpasst, hat man dann den Salat und muss sich eben mit Sumo-Ringern rumschlagen. Das kann einem auch mal ganz normal im Urlaub passieren, denke ich. Nur dummerweise habe ich das jetzt, wie gesagt, im Dialog, der davor kam, nicht entsprechend berücksichtigt. Aber so ist das nun mal, wenn man die Substories hier zum ersten Mal spielt. Wir erledigen die Kerle mal einfach am besten im waffenlosen Kampf, denn alles andere wäre unfair. Die Musik ist eigentlich wieder gut. So ein bisschen Gesang im Hintergrund. Kam das schon mal, das Lied, oder ist mir einfach noch nie aufgefallen bisher, dass dabei gesungen wird? Okay, die hätten wir. Der ist ja viel zu stark für uns. Wenn euch das zu viel war, hängt lieber die Betrügermasche an den Nagel.
Entschuldige vielmals. Wir machen weiter ohne Abzockerei. Ich will versuchen, ein ehrliches Business aufzubauen. Ein ehrliches Geschäft? Hi. Genau. Ich möchte dieses Etablissement so führen, dass es sich auf Sumo-Enthusiasten spezialisiert. Dass Gäste, die meine süßen Jungs hier zu schätzen wissen, kommen. Da gibt es gerade einige. Vor allem unter den Samurai, wie dir, mein Herr. Ach ja, wirklich? Jedenfalls wirklich Entschuldigung. Ich würde dir als Entschädigung gerne einen besonderen Service hier zugestehen. Entschuldige bitte, du wirst heute kostenlos von uns behandelt. Das wird eine heiße Nacht werden. Hier? Nein, danke. Ich weiß diese Geste aber zu schätzen. Ach ja? Na, in dem Fall nimm wenigstens das hier an. 3 Ryo erhalten? Bitte beehre uns doch wieder. Und Entschuldigung. Naja, immerhin hat sich's ganz gut gelohnt. Und wenn wir Glück haben, sind wir jetzt auch gegenüber vom Yamabuki. Ja, wir kommen wieder da raus, wo wir waren. Also machen wir hier weiter. Eventuell wird es hier etwas weniger speziell. Vielleicht. Oh, Yakuza-Spiele. Herzlich willkommen im Yamabuki. Unsere Dienste kosten dich mindestens einen Ryo, Herr Samurai. Möchtest du eintreten? Dann bitte hier entlang. Verbring etwas Zeit mit unserer Vorzeigedame. Ja, die Anna, von der haben wir schon gehört. Willkommen. Ich heiße Anna. Gewagt. Es ist schön, dass du heute hier bist. Ja, mich freut's auch. Ich würde gern mehr von dir erfahren. Das ist ja nett. Aber ich bin kein besonders guter Erzähler. Das habe ich zu schnell weggedrückt, deswegen kam keine Sprachausgabe mehr. Wie war das? Nicht sonderlich toll, wa? Nein, ganz und gar nicht. Das war unterhaltsam. Wirklich? Ja, außerordentlich. Bist du heute erschöpft? Ja, das kann ich auswählen. Entweder ich bin fit oder es geht ganz gut. Oder ich bin kaputt. Ich nehme einfach mal, mir geht's ganz gut. Oh, mir geht's ganz gut. Dann verausgabe dich nicht, ja? Körper und Geist sind das Wichtigste. Darauf sollte man achten. Ja, ich gebe Acht auf mich. Oh, ich habe Lust auf Sake. Wie wär's? Wie viel verträgst du heute? Lassen wir die Korken knallen oder ein paar Schalen passen oder eher gemäßigt. Wir nehmen wieder das Mittlere. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich bleibe einfach mal beim Mittelweg. Okay, gerne. Ich bereite es vor. Lecker. Ich kann noch mehr trinken. Na, wie wäre es dann mit einem Wetttrinken? Oh, das klingt nach Spaß. Wenn du verlierst, wirst du aber betrunken. Ist das in Ordnung? Na, ich bin dabei. Oh, wir können also mit Anna ein Nomikudabe veranstalten, ein Wetttrinken. Dazu gibt es natürlich einen Balken, auf dem die Schale hier wohl balanciert werden muss. Mit schnellem Drücken auf Kreis hebe ich die Schale an und mit Kreuz kann ich sie senken. Weiterhin gibt es die Anzeige, wie sehr Anna angeheitert ist. Sie senkt sich wieder und daher ist es von Vorteil, schnell zu trinken. Das Ziel ist also, sie betrunken zu bekommen. Nicht unbedingt ehrenhaft. Hier steht nochmal, wie der Anzeigebalken zu lesen ist. Okay, das habe ich, glaube ich, schon kapiert. Soll ich es noch einmal erklären? Nee, das habe ich schon verstanden. Also legen wir los, direkt mit dem Wetttrinken. Hier nochmal die Tastenbelegung. Wow, das sind ja ganz schöne Schalen. Bei der Menge an Sake, da habe ich den Ryo doch bald wieder rausgetrunken. Da kriegt man richtig was für sein Geld hier. Ja. Und es wird natürlich ein bisschen schwieriger, das auszubalancieren. Ah, und umso höher ich die Schale hebe, desto schneller trinkt er. Und dann geht ihr Balken nicht so schnell zurück.
Wenn ich also so lange brauche, wird sie wieder nüchtern. Oh, jetzt muss ich 2 Schalen trinken. Eieieiei. Wenn ich das hier versemmel, dann ist es sicherlich vorbei mit dem schönen Abend in Gesellschaft. Aber das ging. Na, steckst du das weg? Nee, das war's für sie. Nee, ich habe also gewonnen. Wie geht's dir? War das nicht etwas zu viel? Ja, ich bin etwas beschwitzt. Und richtig in Stimmung. Hui, ist alles okay? Los, spiel mit Duncan. Schere, Stein, Papier. Und wer verliert, der legt ab. Was sagst du? Oh je. Okay. Für mich geht das in Ordnung. Ich zieh dich aus. Pass nur auf. Okay, wir können jetzt also mit Anna Junken spielen. Wer zuerst 5-mal gewonnen hat, ist der Sieger. Mit Dreieck hat man außerdem die Möglichkeit, den Herzensblick zu nutzen. Der scheint eine Art Zeitlupe zu starten. Wir sollen uns aber vorsehen, denn von dieser Möglichkeit können wir nur 3-mal Gebrauch machen. Und den Blick kann man nur im letzten Abschnitt der Runde wohl anwenden. Mit Stein. Was singen die denn? Das muss ich gleich auch mal übersetzen. Cool. Gleich geklappt. Nehme ich mal Schere. Das war nix. Ich bleib einfach bei Schere. Ha, nice. Jetzt legt sie ab. Uiuiui. Gucken, ob das jugendfrei bleibt. Ich nehme Stein. Ui, dann Papier. Nochmal Papier. Ah, kacke. Steht 2-2, aber jetzt kann ich die letzten 3 Male auch diesen Herzensblick anwenden. Und zwar jetzt hier, wenn es hier unten ist wohl. Okay, das sieht aus wie Stein, also mache ich Papier. Ja, so ist es relativ einfach. Probieren wir es nochmal. Es ist wieder Stein, also nochmal Papier. Ich versuche mal den Song zu übersetzen. Die singen, ausziehen oder ausgezogen werden, das entscheiden wir jetzt ganz neutral und fair. Himmel oder Hölle, was steht mir bevor? Oi, Papier. Okay, wir hätten es geschafft. Okay, wo führt das hier hin? Vielleicht ist wegen des Sakes Anna schlecht geworden. Jetzt ist es wichtig, seinen Mann zu stehen und sie zu pflegen. Diese Pflegen ist ein Shooting-Minispiel. Dabei müssen wir Trunkenheitskerne zerstören, um Anna zu helfen. Aha. Es hindern uns daran sogenannte Spaßbremsen. Wenn Ryoma die berührt, verliert er sein Pflegeinteresse. 4 Berührungen und das Spiel ist aus. Die Spaßbremse im Beispiel heißt übrigens Odio. Wenn wir den Schussknopf länger gedrückt halten, gibt es einen Aufladeschuss. Allerdings sind wir dabei langsamer. Ich glaube, das habe ich. Pflege ist hier offensichtlich nur eine Umschreibung dafür, dass Ryoma mit ihr Sex hat. Gerade weil die Spaßbremsen Gedanken an Oreo oder seine Pflichten wohl sind. Ist lustig gemeint, aber das kommt jetzt gerade vielleicht nicht ganz so gut an. Vor allem nicht außerhalb Japans. Lasst einfach die Finger von betrunkenen Damen. Okay, man kann auch mit Dreieck noch Bomben zünden und mit Kreis und Viereck normale Schüsse machen, mit dem Stick seinen Charakter bewegen. Ja, mit betrunkenen
sollte man sich vielleicht nicht abgeben, denn da ist es nicht mehr so ganz möglich, einvernehmlich intim zu werden. Andererseits ist das hier ein Bordell und insgesamt ist das alles eh ein Vorwand. Ich versuche auch zu gewinnen. So, das war der erste Kern. Ist ein bisschen ähnlich wie das Telefon-Minispiel bei Yakuza Zero. Telephone Club. Warum muss er sich dann in Unterwäsche verkleiden, wenn er sie pflegt? Ei, Mist. Das war knapp. Ah, kommen hier viele. Komm schon. Steckt noch ganz schön viel ein, diese Rückkehren. Oh, letzter Versuch. Komm schon. Es wird ganz schön schwierig. Es geht ganz schön schnell. Wie die Spaßbremsen hier runterfliegen. Ich bin immer noch betrunken, ich brauche mehr Pflege, hat sie gesagt. Eieieiei. Oh, Mist, das war's. Was, du kannst nicht mehr? Schade. Oh, das war's? Vielen Dank für deine Gesellschaft. Komm unbedingt wieder. Sie können wir auch besser kennenlernen. Wie viel gibt's? Oh, nicht viel. Muss ich wahrscheinlich 10 Ryo insgesamt investieren und einiges an Zeit. Aber ich würde sagen, damit kommt dann unsere Tour durch Gion erstmal zum Ende. Wir möchten auch noch ein bisschen mit der Story weitermachen. Ich muss, glaube ich, als nächstes wieder zum Tedadaya. Oh, und ich bin jetzt auch ganz schön angetrunken. Habe ich eigentlich was dabei, um mir diesen Zustand wieder wegzunehmen? Sieht nicht so aus. Das heißt, ich laufe jetzt einfach angetrunken durch die Gegend. Ich weiß gar nicht genau, was der Effekt dann ausmacht, ob man schneller Energie verliert. Aber man hat auf jeden Fall mehr Heat, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, da war auch noch die eine Frau, aber das mache ich jetzt nicht. Ein andermal. Ja. Ich könnte es auch ein bisschen abkürzen und eine Sänfte nehmen, um zurück zum Tedadaya zu kommen. Das geht dann etwas schneller. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich nichts gegen diese Minigames als Bestandteil der Serie, aber gerade was die aktuelle Lage angeht, mit der im Hintergrund ist das irgendwie etwas Käse. Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll, was das angeht. Es ist natürlich nur Spaß im Bordell mit den Kurtisanen und die können natürlich auch nicht anders als Ryoma unwiderstehlich zu finden, das geht schon klar. Aber diese Darstellung, dass die Frau erst betrunken gemacht werden muss, ist etwas eklig. Wegen der Weinstein-Geschichte ist jetzt ja zum Glück einiges ans Licht gekommen und ein guter Nebenaspekt an der Sache ist, dass viele Männer dadurch auch sicherlich etwas sensibilisierter werden auf solche Problemsituationen im Zusammenhang mit Alkohol und so weiter. Aber in Japan gerade ist die Sache wirklich leider noch ein ganz anderer Schnack. Aktuell gibt es beispielsweise gerade den Fall, dass eine junge Journalistin von einem engen Vertrauten des Premierministers wohl vergewaltigt worden ist. Und sie bekommt es nicht mal wirklich hin, das Schwein anzuzeigen. Es wird ihr sogar von den Behörden geraten, aus eigenem Interesse nichts weiter zu unternehmen. Und das ist einfach unvorstellbar scheiße, wie das mit dem Sexismus in dieser Gesellschaft läuft. Und das macht es für mich dann wiederum einfach etwas schwierig, unschuldig Spaß zu haben mit solchen Szenarien. Was ist mit der Katze hier? Miau, miau. Oh, ist gefährlich, wo die da sitzt, die Katze. Ob das in Ordnung ist? Aber ist eigentlich nicht mein Problem. Und da macht's platt. Sie ist reingefallen. Warte, ich helfe dir. Platsch nochmal. Und schon wieder ist er in Unterwäsche. Substory 56, die dreckige Katze. Smelly Cat, Smelly Cat. Und jetzt schnurrt sie. Sie ist nicht nur dreckig, sondern auch nass.
In der Nähe ist doch ein Badehaus. Ich bin auch nass geworden. Wir gehen uns mal waschen. Gut, komm mal mit. Gehen wir jetzt in das Badehaus von Sai no Hanaya? Na, so sieht's aus. Ganz ruhig. Bleibt sie nicht? Benimm dich doch. Du wirst jetzt geputzt. Das Geräusch wieder. Sehr gut, das hätten wir. Mautz. Du bist sauber und friedlich geworden. Sehr gut. Das ging schnell. Ich musste nicht mal was bezahlen. Oh, schon wieder an diesen Ort. Ah, egal. Sieh zu, dass du nicht wieder schwimmen gehst, ja? Cat Friendship. Die kann ich dann wahrscheinlich auch für den Hof gewinnen irgendwann. Später könnten wir auch sonst nochmal zu unserem Haus, aber das dauert jetzt vielleicht ein bisschen zu lang. Erstmal ins Tedaraya. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau so geschehen kann aus Sicht der Story. Der erste Tag als Kapitän des dritten Korps hat immer noch nicht so richtig begonnen. Nicht mal die Jacke an. Willkommen zurück. Ist Oryo schon wiedergekommen? Ja. Du kannst besser mit den Damen umgehen, als ich es angenommen hatte, Hajime. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Du hast mich doch nur für deine Zwecke benutzt. Wäre das denn so schlimm? Ah, genau, Hajime. Während du weg warst, kam jemand, um dich zu sehen. Um mich zu sehen? Wer denn? Oh, das hat er nicht gesagt. Aber er war wohl ein Samurai aus Tosa. Aus Tosa? Er meinte, er würde am Kiyomizu-Dera auf dich warten. Am Kiyomizu-Tempel? Ja. Ich hatte ihm auch gesagt, dass ich nicht wüsste, wann du wiederkommen würdest. Aber er meinte, das wäre ihm egal. Es wundert mich, dass sich jemand besucht. Das ist etwa auch eine Folge deines neuen Amtes. Keine Ahnung. Aber gut, gehe ich mal hin. Zum Kiyomizu-Dera also. Den gab es ja auch schon bei Kensan zu bewundern. Dort hat man seinerzeit gegen Majima gekämpft. Von dem ich nicht mehr weiß, wie er dort hieß. Wenn es jetzt dahin geht, wird da sicherlich aber ein längeres Geschäft auf uns warten. Und wir sind bei einer knappen halben Stunde. Das mache ich jetzt heute nicht mehr, würde ich sagen. Stattdessen kann ich dann ja eventuell nochmal zurück zu Haruka. Die sprechen nur über die Kampfarena. Ist jetzt nicht so wichtig für mich. Da war ich letztes Mal. Ich kenne mich damit aus. Gegen die muss ich wohl kämpfen, wenn ich zu Haruka möchte. Nadasumono. Aber sehr schön. Dann kann ich beim nächsten Mal wahrscheinlich was richtig Storymäßiges unternehmen. Wenn es schon an so einen Schauplatz geht, gibt es sicherlich auch einen ordentlichen Kampf. Und dieses Mal kümmere ich mich noch ein bisschen um den Garten. Muss auch sein. Ich habe ja keine Switch gekauft, sonst könnte ich jetzt Stardew Valley spielen. So muss ich jetzt immer noch auf die Vita-Version warten. Bin mal gespannt, ob die noch kommt. Ich würde das schon mal ganz gern irgendwann ausprobieren, denn das klingt super angenehm und entspannend, das Spiel. So, die hätten wir. Noch mehr Sacke. Brauche ich jetzt gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange dieser Trunkenheitsstatus andauert. Fahr mich nach Hause. Ich bin jetzt mittlerweile auch fast durch mit Wolfenstein und kann sagen, das Spiel ist im guten Sinne verrückt. Da passieren ein paar richtig abgefahrene Dinge. Ah, der Spinat ist fertig. Was war das hier? Ah, ich glaube, das waren Gurken oder so. Ja, genau. Noch mehr Gurken, bitte. Oh, es gibt richtig viele Erfahrungspunkte. Ah, vielleicht nur, weil es zum ersten Mal eine große Ernte von Gurken war. Dass ich
dafür 1200 bekam. Ich muss da auch nochmal den Garten ein bisschen ausbauen, glaube ich. Das waren die Kartoffeln. Noch mehr Kartoffeln. Ja. Kann ich eigentlich mittlerweile was anderes anpflanzen? Wo war das? Nee, hier oben. Das sind immer noch die gleichen Dinge. Rettich. Nochmal Rettich. Hat er zwar viel, aber ist ja nicht schlecht, noch mehr davon anzupflanzen. Der Spinat muss auch wieder dahin. Ja, die Kartoffeln waren so klein, die passen immer. Dann vielleicht nochmal Gurken. So. Vielleicht koche ich noch was. Außerdem freut sich Haruka, wenn ich wiederkomme. Perfekt. Bald sind wir schon Best Friends, wenn es so weitergeht. Kann nicht viel machen, nur das Gurkengericht, dieses eingelegte Gurkenzeug. Ja, sehr anspruchsvoll, diese Kochaktion. Aber dann habe ich auch das Cutie-Gericht gemacht. Wie hieß das noch vom letzten Mal? Ich glaube, Katemeshi oder so. Das habe ich ja auch schon erledigt. Ja, hat hier wieder geschmeckt. Großartig. Das könnte ich dann auch dem Typen in Gion geben. Geht noch was anderes? Ja, Katemeshi war das andere. Ich könnte saure Pflaumen machen, leider habe ich keine Pflaumen und die bräuchte ich dafür. Dann schaue ich nochmal ganz kurz, wie ich den Garten ausbauen kann. Ich bin doof, dass ich nicht mehr Gemüse anbauen kann. Vielleicht muss ich mir dafür Samen kaufen oder so in der Stadt. Hier kann ich die Küche ausbauen. Das nächste wäre die Küche für einen Hobbykoch. Das ist eine Vogelscheuche. Ja, die steht dann im Garten. Ah, hier sind die verschiedenen anderen Gemüsesorten zum Anbau. Zum Beispiel hier Ingwer, Zwiebeln, Auberginen, Rettiche, kleine Rettiche. Das sind irgendwelche Bohnen. Gobo, was ist das nochmal? Gobo, das ist Klettenwurzel oder so auf Deutsch, glaube ich. Und Chili, Knoblauch. Kabocha ist Pumpkin, hier Kürbis und Tomaten. Dann mache ich den Garten nochmal größer, dass das auch alles passt. Dann baue ich jetzt noch ein bisschen mehr an hier. Hi, bald habe ich ihn auch schon komplett aufgelevelt. Das ist Gobo, mag ich total gerne, diese Klettenwurzel. Hui, die sind ja groß, die Süßkartoffeln. Der Ingwer passt, 1x3. Und jetzt brauche ich noch was 1x1 Großes. Was wäre da? Ja, dann ist der Garten bestellt und ich würde sagen, wir speichern einfach hier und beim nächsten Mal geht es dann weiter zum Kiyomizu Dera bei Ryuga Gotoku Ishin. Es wird mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Es sind nicht mehr so viele, die jetzt Ishin weiter verfolgen zu scheinen. Ich finde es aber wirklich cool. Naja, jedem das eine. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.